Hi und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Mila, ich studiere Humanmedizin im 8. Semester in Linz an der JKU und ich habe jetzt schon länger kein Video mehr gemacht. Ich glaube, die letzten 3 Wochen oder so ist keines mehr gekommen. Und der Grund dafür war einfach, weil ich viel zu tun gehabt habe. Ich habe viel gearbeitet im OP. Ich habe, ja, keine Ahnung, einfach viel zu tun gehabt für die Uni und so. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt dieses Video, um euch ein bisschen ein Update mal wiederzugeben. Ich glaube, das wäre ganz nice. mein letztes Video, dieses Impfvideo, das ich gemacht habe, wie ich den AstraZeneca-Impfstoff bekommen habe, das ist ziemlich durch die Decke gegangen für meine Verhältnisse. Und ja, ich möchte auch dem jetzt gar nicht mehr so viel Platz geben, aber ich habe mich nur gewundert, was für Leute sich auf meinen Kanal verirrt haben. aber ja. That's it. Mir geht's immer noch gut. Es hat sich nichts verändert seit dem Impfstoff, von dem her, ja, keine Ahnung. Ich habe momentan noch Osterferien. Dieses Video wird am Sonntag online gehen. Das bedeutet, am nächsten Tag, am Montag, beginnt die Uni wieder für mich. Ich habe dann noch eine Woche Neurologie. Dann habe ich insgesamt 4 Wochen Neuro gehabt und dann habe ich am Montag darauf eine Prüfung. Und dann geht es weiter mit dem Psychiatrie-Modul, auf das ich mich schon sehr freue. Meine FreundInnen, die in der Kohorte von der Psychiatrie, also die in der anderen Kohorte sind, die jetzt gerade Psychiatrie haben, haben gemeint, das ist echt cool aufgebaut. Also bin ich schon ziemlich gespannt, wie das dann sein wird. Ich habe momentan, wie ich schon gesagt habe, echt viel zu tun mit Uni. Ich muss Neurologie lernen, sollte ich jetzt mal wirklich intensiv zu lernen beginnen. Dann habe ich jetzt auch mit meiner Masterarbeit begonnen. Wir müssen in Linz an der JKU sowohl eine Bachelorarbeit als auch eine Masterarbeit schreiben. Bachelor und Masters ist eine Frage, die bekomme ich immer ganz oft gestellt. Das ist wirklich nur formal. Also das Medizinstudium ist trotzdem in 2 Jahre Vorklinik, 3 Jahre Klinik, 1 Jahr KPJ und dann Dr. Med. Univ aufgebaut. Aber in Linz ist es so, weil wir quasi nur eine Fakultät sind und keine medizinische Universität, ist es im Bachelor-Master-Abschnitten geteilt. Das bedeutet, die ersten 3 Jahre sind quasi der Bachelor und die letzten 3 Jahre sind quasi der Master. Und für den Bachelor müssen wir im 5. oder 6. Semester eine Bachelorarbeit machen. Da habe ich mal ein ganz eigenes Video dazu gemacht, das könnt ihr euch gerne anschauen. Und eben jetzt im Master müssen wir eine Masterarbeit verfassen. Die ist ein bisschen umfassender als die Bachelorarbeit. Da ist es einfach wichtig, dass man das rechtzeitig sozusagen timet, wenn man eine Arbeit machen möchte, die irgendwie Studienergebnisse braucht oder Umfragen oder so, dass man sich da genügend Zeit gibt. Oder auch wenn man nur eine Literaturarbeit macht, so wie ich sie mache, ist es trotzdem empfohlen, dass man einfach früh genug damit anfängt, damit man dann keinen Stress bekommt. Und ich habe mir gedacht, also wie wahrscheinlich viele von euch wissen, arbeite ich ja schon seit fast 9 Monaten. 9 Monaten? Ja, doch, seit fast 10 Monaten sogar im OP als Assistenz auf der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Das bedeutet, ich bin mehrere Male im Monat bei den Operationen dabei und assistiere dort. Also bin mit steril und darf Haken halten und nähen und solche Sachen. Und Chirurgie ist bis jetzt wirklich eigentlich das Fach, das mich am meisten interessiert, wo ich auch merke, dass ich am meisten aufgehe darin. Und ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich angebracht oder cool, wenn ich in diesem Fach auch meine Masterarbeit verfassen könnte. Das bedeutet, ich habe Kontakt aufgenommen zu einem der Chirurgen dort, habe mit ihm jetzt ein Thema gefunden. Welches Thema das ist, möchte ich jetzt noch nicht sagen, weil es noch gar nicht eingereicht und nicht bestätigt ist und so. Aber es ist ein Thema aus der Proktologie. Proktologie ist quasi alles, was den Enddarm betrifft. Das finde ich ein cooles, spannendes Fach, Unterfach der allgemeinen Viszeralchirurgie. Und da habe ich jetzt auch in den letzten 2 Wochen 2 Mal eine Besprechung gehabt und habe ein bisschen was dafür arbeiten müssen. Parallel dazu habe ich auch sehr viel lesen müssen, natürlich an Literatur. Ich habe von meinem Professor Literatur zur Verfügung gestellt bekommen und das habe ich jetzt die letzten 2 Wochen ein bisschen durchgemacht. Ich merke jeden Tag mehr, den ich vor allem im OP, wenn ich dort arbeite, den ich mit der Medizin verbringe, wie cool ich das Fach eigentlich finde und wie gerne ich in diesem Fach später arbeiten möchte und habe auch dadurch jetzt echt viel Motivation gewonnen, auch weil das Wetter momentan wieder richtig schön ist. Ich hoffe, das bleibt zumindest eine Zeit lang jetzt mal so und das motiviert mich auch extrem und da habe ich auch Lust, irgendwie mehr zu machen und habe mehr Motivation generell, meine Ziele zu erreichen, keine Ahnung. Ach ja, ich habe auch in den letzten ein paar Wochen wieder ganz viele nette Instagram-Nachrichten bekommen, auf die ich noch antworten muss. Ich bin irgendwie so schlecht geworden im Antworten, weil es einfach mehr und mehr wird und ich mir aber für jede Nachricht einfach Zeit nehmen möchte und das ist dann oft ein bisschen tricky. Ja. Was habe ich noch gemacht die letzten paar Wochen? Ich habe mich auf Neuro vorbereitet, ein bisschen Neurologie gelernt. Neurologie ist ein Fach, das ist mega cool. Ich habe mal dort formuliert, ich würde es nicht arbeiten wollen, weil es mir persönlich zu theoretisch ist, also zu trocken unter Anführungszeichen. Aber es ist ein wahnsinnig spannendes Fach und mich interessiert die Theorie auch und ich freue mich schon auf
Wir haben jetzt noch ein Krankenhauspraktikum, glaube ich. Ich freue mich schon drauf, weil das ist jetzt jedes Mal wirklich super spannend gewesen. Neurologie ist ein Fach der Medizin, wo man seinen Kopf vielleicht mehr als in anderen Fachgebieten einschalten muss. Man muss in jedem Fachgebiet der Medizin viel nachdenken können. Aber in Neuro ist es halt, du musst Zusammenhänge verstehen, du musst die Anatomie verstehen, gerade vom Gehirn. Das ist auch was ich gemacht habe, die Anatomie wiederholen. Und dann ist einfach alles super logisch. Also du kannst dann aus einzelnen Symptomen wirklich ein komplettes Krankheitsbild herausfinden. Das ist schon ziemlich cool. Ich habe ein bisschen Panik vor der... Nicht Panik, ich habe ein bisschen Respekt vor der Prüfung, weil ich glaube ich... Ich weiß nicht, ich finde in der Neurologie, das ist ein Fach, wo man einfach sattelfest sein muss in diesen ganzen Strukturen und die muss man einfach verstehen und komplett innehaben. Und ich weiß noch nicht, ob ich an dem Punkt angelangt bin, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach was, das man üben muss und vielleicht formuliere ich ja nochmal dort, mal sehen. Genau. Ich habe mir für den Sommer auch Formulaturen ausgemacht. Ich bin jetzt 6 Wochen im Juli bzw. August im Krankenhaus, bin 2 Wochen auf der internen Medizin und 4 Wochen auf der Chirurgie wieder. Ich habe zwar schon mal auf der Chirurgie formuliert, aber ich mag es und mir gefällt das Fach. Und in meiner Arbeit bin ich ja auch auf der Chirurgie, aber da bin ich halt nur im OP und die Chirurgie ist ja nicht nur OP. Also ich glaube, normalerweise ist es so, dass wenn man Chirurgin ist, dann ist man vielleicht 2 Tage in der Woche im OP, vielleicht 3 Tage maximal. Und die anderen Tage verbringt man in der Ambulanz und sieht dort PatientInnen oder auf der Station und betreut dort die Menschen, die dort auf der Station liegen. Und das finde ich irgendwie cool und das möchte ich auch nochmal genauer kennenlernen und quasi den ganzen Hintergrund und die ganzen präoperativen, aber auch postoperativen Behandlungsstrategien nochmal genauer kennenlernen. Ich glaube, das ist cool, wenn ich da formulieren kann. Und ich, wie gesagt, ich bin jetzt eben den ganzen Juli im Krankenhaus und die ersten 2 Augustwochen. Ich habe mir gedacht, 6 Wochen heuer im Sommer zu formulieren ist insofern vielleicht irgendwie praktisch, weil man eh noch nicht wirklich auf Urlaub fahren kann und mir fehlen die Formulaturwochen noch. Und dann nächstes Jahr bin ich ja schon im 5. Jahr, das ist das letzte Jahr der Klinik. Oh mein Gott. Und da brauche ich dann auch noch 1 oder 2 Wochen Formulatur, glaube ich. Und dann habe ich die große Abschlussprüfung im Juni nächsten Jahres oder im Juli, glaube ich, die Oscar. Und dann beginnt für mich ja schon das klinisch-praktische Jahr. Das sind 48 Wochen auf Stationen bzw. in einer Hausarztpraxis sind mal 4 Wochen dabei. Bis dahin muss ich meine Formulaturwochen einfach abgeschlossen haben. Und darum habe ich mir gedacht, ich mache das dieses Jahr einfach gleich den Großteil im Sommer, damit ich nächstes Jahr vielleicht doch noch irgendwo hinreisen kann, wenn es dann wieder möglich ist und auch sicher ist. Ja. Das ist im Grunde so eine Zusammenfassung, was bei mir alles los war. Ich habe mir einfach gedacht, ich gebe euch wieder mal ein Update. Momentan arbeite ich an einem Video, wo ich euch zeige, wie ich meine Lernpläne erstelle. Das ist natürlich bei jedem ein bisschen verschieden, aber ich wollte euch einfach zeigen, wie ich sowas mache. Und ich hoffe, euch interessiert das. Das Video wird wahrscheinlich nächstes Wochenende dann online gehen. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe für YouTube. Momentan ist es einfach ein bisschen tricky, auch mit dem Lernen und so. Und für mich hat das Studium ja trotzdem immer noch Priorität. Aber ich bin mir sicher, ihr versteht das. Und falls ihr irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Ideen für Videos generell, dann könnt ihr mir die gerne auch irgendwie zukommen lassen. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Update-Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video doch ein Like und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, für den YouTube-Algorithmus. Dankeschön. Und wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche. Ciao!